Freund, den Geschäftsführer Herrn Jungnickel, begrüßen Sie den Vizepräsidenten des BVM, herzlich willkommen. Und einen ganz wichtigen Fußballprominenten haben wir heute auch, das ist Herr Manfred Kaiser. Herzlich willkommen, Manfred Kaiser. Wir freuen uns ganz besonders, hier heute den Jürgen Sprafer begrüßen zu dürfen. Und wir werden erfahren, dass es noch mehr gab in seinem Leben außer Fußball. Also, vielen Dank und ich wünsche Ihnen noch viel Spaß. Ja, meine Richtung war immer Erfurt und Jena. Wir haben uns aufgehalten. Wir haben gespielt, nicht immer erfolgreich, aber die erfolgreichsten Jahre, da waren wir doch die Gegner, die Magdeburger, das wurde ja nicht angekündigt, oft Meister und Pokalsieger. Und es waren immer schwere, aber ich glaube auch jederzeit faire Spiele. Ich erinnere mich auch noch gegen meinen Gegenspieler. Wehner hieß der junge Mann. Wenn er mir die Hand gegeben hat, hat mich angeguckt. Wenn ich nicht so stabil gewesen wäre in der Psyche, hätte ich das erste Mal das Frauen immer hochgehabt. So ein Typ war das. Gab auch den Zwickau noch, Alice Glaubitz, der nicht leicht zu bespielen war. Aber ich gehe noch ein Stückchen weiter. Ich habe mich heute Abend unwahrscheinlich gefreut. Einen Mann wiederzusehen, gegen den ich, glaube ich, einmal gespielt habe. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, er hat in diesem Jahr aufgehört und ich habe da angefangen. Ein echter Kumpel. Und wir haben uns vorhin schon ausgetauscht. Ich habe mich gefragt, wie viele Mal haben wir wie oft ich ihn den Ball durch die Beine gespielt habe, hat er gesagt, niemals, das glaube ich noch. Manni Kaiser, ein Idol in der Region Aue, nicht nur da. Jeder, der sich mit Fußball beschäftigt, kommt hier mit dem Namen Manni Kaiser vorbei. Dass ich super auf dem Fußballplatz steht, hätte diesen Ball halten lassen. Ja, ich komme dann. Da komme ich mit Mai. Ich würde sagen, wollen wir beide tauschen? Was soll ich denn sagen? Oh Gott. Wisst ihr? Das war mein erster Ball in 7 Jahren. Da ist die Luft von 1956 noch. Den habe ich im Garten meines Vaters so vorgefunden, vor Jahren. Und den habe ich gepflegt und ich war stolz, der Erste zu sein in der Straße, der diesen Fußball vorzeigen konnte. Wer was fürs Museum? Ja. Nee, den geht nicht. Wir sind dann uns vorbereitet auf die Junioren-Europameisterschaft in Kiel und mussten zur damaligen Zeit, das wissen die Jungen gar nicht mehr, nach West-Berlin über Checkpoint Charlie zum Treppenbüro, um unser Visa abzuholen. Das heißt also, man hätte auch sagen können, halt, wir kriegen kein Visa, fahrt nicht zur Junioren-Europameisterschaft. Das war im Westen, wir konnten uns denken, das können die sich nicht erlauben. Denn ein Jahr vorher, meine Mannschaftskameraden, Manfred Zapp und Seguin, haben dieses Visa nicht bekommen und sie durften nicht nach Holland fahren und dann trainiert werden. Wir hatten eine gute Truppe, haben dann gespielt gegen Österreich 7-0, gegen Portugal 2-1 und im Sturm im Tor stand damals Damas, der Name spielt ja noch eine Rolle. Dann gegen Holland, hat 3-0 gewonnen und in der holländischen Mannschaft spielt ein Johann Freund. Der hat zur damaligen Zeit jetzt 16, in der Halbzeit
draußen schon gestanden. Hat schön eine durchgezogen. Man traf sich ja dann später nochmal bei der WM. Als ich das gehört habe, dass er nicht mehr unter uns ist, habe ich auch gesagt, die Welt hat einen der weltbesten Fußballer verloren. Sensationell, wie der Junge gespielt hat. Ja, dann ist Magdeburg, hat sich neu entwickelt. Man hat also drei sind noch übergeblieben, Zapf, Seegewöhn, Starwasser. Und dann ist eine Generation gekommen, Pommerenk, Getöl, Hoffmann, Raum, Ostenge. Die haben also wie die Faust aufs Auge bei uns reingepasst. Die sind auch über den Stützpunkttraining zu uns gekommen. Das war eine Riesengeschichte in Bezirk Magdeburg. Der Europapokal sind wir von Feuer 74. Da war kein Spieler dabei, der außerhalb 50 Kilometer von Magdeburg geboren ist. Der erste Ausländer, den wir geholt haben, nicht geholt haben, war der Streich von Rostock. Ja, das war der erste Ausländer. Da lacht er heute noch. Ja, also da haben wir, wie gesagt, das dreimal Meister, viermal Pokalsieger, zweimal Vizemeister, dreimal den dritten Platz. Jedes Jahr international gespielt. Ja, 40 Europapokalspiele, 20 Euro. Fußballherz, was willst du mehr? Und diese Mannschaft die war so stark, dass wir dann 74 in die, ich lasse mal so ein bisschen was raus, 74 in die Europapokal der Pokalsiegergeschichte eingestiegen sind gegen Breda, haben da 2-0 gewonnen. Und haben das Stadion von Breda war gesperrt. Und wir haben in diesem Endspielstadion gespielt. Und nach dem Spiel hat uns Heinz Krügel nochmal ins Stadion gebeten und hat zu uns gesagt, Leute, am 8. Mai 74 ist hier das Endspiel. Wir werden hier spielen. Und dann, Rotwein ist ein Spiel getrunken. Ja, dann kam Ostfahrer. Da 2-0 verloren, zu Hause 3-0 gewonnen. Dann Starazer Dorf. Und dann waren noch vier Mannschaften im Topf. Gladbach, AC Mailand, Sporting Lissabon und wir. Da haben wir gesagt, muss ich die Netze kommen. Alles andere hat er kommen. Dann kam Sporting. Ein Spiel in Portugal. Unvergessen. Ja, die haben uns Diplomaten beworben, haben alles versucht. Und 1-1. Und dann kam das Rückspiel. Und wir haben es dann 2-1 gewonnen und haben dann im Endspiel gestanden. Ich war damals Kapitän der Nationalmannschaft. Wir haben uns vorbereitet auf die Olympischen Spiele. 76 in Montreal. Wir machen ein Länderspiel in Montreal, in Kanada. Und ich verletze mich, eine Narbe am Fuß, platzt wieder auf, eine Riesennarbe, Sonnenfuß. Anstatt mich nach Hause zu schicken, nehme ich mich auf diese Tour mit Kanada, USA, San Francisco, Los Angeles, Mexiko, 4 Wochen und dann nach Hause. In Sonnenhut. Wir kommen in Los Angeles an, richtig, werde ich zur Rezeption gerufen. Es sind 2 Mädels da, die eine WWE-Vertretung haben und mit uns eventuell verwandt sein könnten. Da ich ja nun nicht trainieren konnte, haben sie mich also eingeladen in diese Kolonie da, Deutschkolonie. Es war alles klar, mit dem Schneider gesprochen. Die wollte ich abholen, kommt der Schneider zu mir und sagt, kommt nichts.
Ja, was sagt ihr bei ihm mal? So, die ganzen Jungs haben beim Abendbrot gesessen und sprachen so irgendwie noch ein. Dann habe ich die Loser-Karte gehabt. Jedenfalls war das Ding entscheidend für das nächste Jahr. Wir mussten uns in Kienbaum treffen, haben den Abschlusstest gemacht. Ich habe zu meiner Frau gesagt, wirst sehen, das Ding von Amerika wird bedeuten, dass ich nicht zur Olympiade komme. Obwohl man fußballerisch nicht an ihr vorbeikommt. Ich war nach China. Die besten Jahre, die ich hatte. Ich hatte nur ein Problem, das hatte ich im Juniorenbereich schon. Wenn man einen Laktatwert nimmt, meistens ist es so, nach einer hohen Belastung, ein Laktatwert, der hat ihn, um das einfach zu erklären, den höchsten Wert. Da geht natürlich nach 5 Minuten, muss der wieder in fast die normale Position kommen. Das war also auch die Hälfte so, wo wenn man nach 5 Minuten schoss, mein Laktatwert schon nach oben. Das hatte ich auch mal im Juniorenbereich. Und keiner wusste, woran das lag. Ich musste 4 Wochen Blut abnehmen, Pinkeln gehen. Keiner wusste, wer das ist. Und das hatten sie mir da vorgeworfen. Das ist der Punkt, warum sie mich nicht mitnehmen. Ich habe gesagt, Leute, dann denke ich, diese bescheuert. Sachen gepackt nach Hause gekommen. Das war für mich das Ende der Olympiade. Vielen Dank, das war ein ganz großes Glaubens. Und dann er. Und nach der Anwesung freue ich mich, dass auch Manfred Kaiser mit hier hoch auf die Bühne kommt. Und der erste DDR-Fußballer des Jahres 1962 von Wissing und Wissingermann. Die Frage ist schön, Manfred, wir haben in unserer Ausstellung dein legendäres Trikot, und zwar das von 1965, was du damals getragen hast bei SC Wismut Karl-Marx-Stadt. Deine erfolgreichsten Jahre in den 50er Jahren warst der Fritz Walter des Ostens. ja, doch. Ich sag mal, du hast ja in der Zeit, wart ihr Vollprofis in dem Sinne, oder habt ihr dann noch, ich sag mal, im Betrieb gesehen, oder warst du unter Tage, weil du ja nun halt bei Wismut gearbeitet hast? Also, ich war von der Sache her, die Frage einer Entscheidung. Und damals ist es so gewesen, dass es die Spieler der Oberliga zumindest den Profi-Spiel, kann man sagen, ist es gewesen. Die Spieler haben sowas mit, zumindest ich bin 1950 bin ich nach Gera gegangen. Und dort wurde vormittags gearbeitet und nachmittags war das Training. Das hat sich alles so, wie sich das alles weiterte, auch dann in den Folgejahren kam dann eine Erhöhung der Trainingsintensität, um auch den Anschluss an die internationalen Gemeinschaften und Jungs und Männer ich bin damals, wie gesagt, nach Gera gegangen. Bei Gera, ich bin in Zeiss geboren. Ich hatte übrigens auch eine Rundemannschaft. Und bin dann von Gera aus nach Aue, so wie das damals schön hieß, delegiert worden. Und dort war dann die Sache ja ein voller Tag mit Training und damit da zu versuchen, international voranzukommen. 1974 das Tor von Jörg Sparwasser. Herr Sparwasser, wie sehr hat dieses Tor Ihr Leben verändert?
Ja, es gibt eine positive Seite, das heißt also, derjenige, der sich mit Fußball beschäftigt, genau mit dem Namen Sparwasser, was hat er geleistet? Das hast du ja am Anfang auch gesagt, der Kollege, der weiß schon, dass es nicht das Einzige war. In der Welt Anerkennung, nicht bloß weil es dieses Spiel war, sondern auch weil es sehr gut gemacht war, ein Lehrbuch hat. Ich muss das also nochmal sagen, ich war bloß derjenige, der das Ding reingemacht hat. Aber zu dieser Szene gehört auch der Jürgen Kreu und der Erich Hamann, und diese beiden, wäre das also nicht passiert. Der Stürmer ist immer derjenige, der im Rampenlicht steht und der Verteidiger ist immer der die Karte gezogen hat, wenn es bei ihm nach hinten losgeht. Und man muss halt auch sagen, wenn man jetzt zum Beispiel nach Jena schaut, Ducke, Kopjubei, Vogel, das waren eigentlich die, die den Namen Jena, Karl-Zeiss Jena, erstmal zu dem gemacht haben, was sie heute eigentlich sind. Das finde ich eigentlich traurig. Ist das bei Wismut Aue anders? Manfred, werden da die älteren Spieler weiterhin geehrt? Und die Spieler nicht, die jetzt also in der Mannschaft sind, freue mich, dass wir wieder den Sprung nach oben gemacht haben und vielleicht wieder aufsteigen können. Aber ich meine, es zeigt sich bei Aue und es zeigt sich bei Jena, es zeigt sich bei Erfurt, es ist keine Mannschaft aus dem Osten mehr in der Riesenklasse. Und das hört nicht etwa auf, sondern wenn man reinkommt, da ist wieder der Schwarzkopf dabei, der kommt aus Tunesien. So. Und die Spieler, die Nachwuchsspieler, die sitzen da. Also wenn sich das nicht ändert, dass da was nachkommt, bei der SCP und der Nationalmannschaft, Also ich möchte mal vertreten für alle, die heute Abend hier sind, die nachwuchstätig sind, die Frage stellen, wie kann denn eine Zusammenarbeit mit Ihnen, Herr Sparwasser, wie stellen Sie sich das vor, aussehen mit uns, den sagen wir, Nachwuchsleitern oder Nachwuchstrainern hier in dem Raum, sagen wir, oder in dem Thüringer Raum allgemein. Also Sie haben das Angebot, das stand auch in der Presse, der Marcel hat es eben auch gesagt, irgendwo ein Stück weit dargelegt, aber wie kann die Zusammenarbeit aussehen oder wie kann man zusammenkommen? Geht es darum, hier geht es nicht um Carl Zeiss Jena und Weiß Erfurt als Mannschaft, die im Prinzip die Elite-Schule haben. Die haben ihr Konzept, die haben also auch die Unterlagen, was den DFB angeht. Da gibt es einen Haufen Material. Hier geht es darum, etwas vorzuschlagen, sich anzuschauen, wie könnte man zusammenarbeiten. Ist das was der Sparwasser da hat, oder ist das für uns nichts? Das ist ein Gedankenaustausch. Und zwar resultiert diese Arbeit, die ich gemacht habe, aus meiner Tätigkeit bei Eintracht Frankfurt, im Talenttraining. Muss ich das so vorstellen, Eintracht Frankfurt hat eine Ferienschule, nehmen wir bloß mal die 6 Wochen im Sommer. Wir haben dann in der Woche 100 Kinder. Das sind also praktisch 600 Kinder in den 6 Wochen. Ich habe dann meinen Trainern, die da gearbeitet haben, einen Spielberichtsbogen oder einen Bogen in die Hand gegeben, wo sie ankreuzen, weil jeder mal diese Kinder hat, Technik, Koordination, Torschuss, Spielform, sie zu bewerten. Ich kürze das mal ab. Am Ende sind von den 100 in der Woche vielleicht 20, wo man sagt, also Mensch, das könnten den Kinder werden. Mit den Eltern habe ich gesprochen. Vielleicht 15 haben Ja gesagt und sind zum Talenttraining zur Eintracht gekommen.
Wir haben dann Kinder gehabt von 7, wenn sie gut waren, bis 14, 12, 13 Jahren, die weiterhin in ihrem Verein waren, aber einmal zu uns gekommen sind. Mit den Kindern haben wir speziell trainiert. 10 Kinder pro Trainer, das heißt also ein intensives Eingehen auf diese Kinder. Das habe ich 2,5 Jahre gemacht und habe gemerkt, dass die Eltern, die dann gekommen sind, was gezielt haben. Dann haben sie fotografiert, dann haben sie gefilmt, dann haben sie gefragt, darf unser Trainer aus der D-Jugend oder E-Jugend auch mal mitkommen? Ich sage, kann ich gerne mitkommen, wir können uns auch anschließend unterhalten. Ich habe gemerkt, der Bedarf ist da. Habt ihr mitbekommen, dass ihr denkt, Kleinverein, das ist im Westen genauso wie es im Osten ist. Dass wenn ich mit dem Kind zum Verein komme und sage, kann mein Kind hier trainieren, dass man sagt, oh, komm, du kommst gerade richtig, übernimm mal die Mannschaft. Dann sagt er, wie soll ich das machen? Also ist der Bedarf unwahrscheinlich da, dass es Vereine gibt, die im ganz unteren Bereich keine richtigen Trainer haben, die den Kindern das vermitteln können, was unbedingt vermittelt werden kann. Und das ist praktisch die Grundbegriffe des Fußballs. Das habe ich in 2 Jahren skizziert und habe das mit meinem Kumpel in Berlin besprochen. Da gibt es ein Programm, wo man das also dann auch aufzeichnen kann. Der sagt, das kannst du vergessen. Und hat alles, was da in der Fußballfigur ist, mit der Hand gezeichnet. Die ganzen Spieler, alles mit der Hand gezeichnet. Das ist bei der Supermühle, macht er die Karikatur. Und so ist das also praktisch entstanden. Wir haben also einen Übungskatalog mit Torschuss, Ballgewöhnung, Jonglieren, Spielform, Torwarttraining, alles, was es bedarf. Dazu ist ein Theorieteil. Und dazu ist noch ein Trainingstagebuch. Das heißt also ein kleines Buch, wo wir die Theorie weggelassen haben, wo die ganzen Übungen, die in der Fußballfibel drin sind, als Karteikarte, die man also praktisch dann als Trainer sich raussuchen kann, was will ich mit meinen Kindern trainieren, in diese reinsteckt und wieder auf den Trainingsplatz nehmen kann. Man muss dann natürlich anschließend sofort schreiben, was war gut für meine Kinder, was kann ich verbessern, um sich allein, ich sage mal, das dauert 1,5 Jahre, selbst ein Trainingsprogramm aufzustellen, sodass ich immer in der Lage bin, den Kindern was anzubieten. Die Kinder sind ja nicht dumm, die wissen ganz genau, wer vor mir steht. Und da gibt es da so ein paar Schlaue, die legen gleich auf den Bretter. Ich muss natürlich auch, denn wenn ich nicht die Ahnung habe, das Selbstbewusstsein kriegen, mit den Kindern was zu machen. Umso mehr ich weiß, umso mehr sicherer kann ich auftreten. Vielleicht mache ich dann auch mal meinen Zielschein. Wir haben uns unterhalten, der sagt, das liegt auch vielleicht noch daran, dass die gern was machen wollen in dem Bereich, Angst haben, den C-Schein zu machen, weil sie keine Vororientierung haben. Und da haben wir uns überlegt, wie können wir diesbezüglich da zusammenarbeiten. Er sagt, er hatte da ein paar Ideen und will das im Thüringischen Fußballverband überweiten. So, ich möchte mich auch nochmal bedanken, auch im Namen meiner Frau. Ich wünsche euch vor allen Dingen Gesundheit, bleibt dem Fußball treu, vor allen Dingen der Jugend. Und vielleicht sieht man sich eines Tages mal wieder, ich würde mich darüber freuen. Danke für den Besuch. Wir haben uns auch was einfallen lassen und da ich ja Magdeburg-Fan bin, gibt es jeden ein Stückchen davon ab. Ist das wie gesagt? Ich frage dann nie, wenn das so ist, weil ich die bis zum 8. Mai habe. Ich glaube, das muss ich bis einführen. Am besten einführen und dann kannst du mitnehmen. Kann ich machen. Würde mich freuen, wenn ihr das alle verstreicht. Ja, wie klar. Dankeschön.